schon, da. Ja. Die sind schon da. So, dann, weißt du? Ja, dann fangen wir an. Schon, die spielen schon sogar. Ja. So, jetzt begrüßt sie nochmal das Kommentatorenteam Vlastimil Hort, Lothar Vogt. Wir steigen also gleich mal in die Stellung ein. Es gibt wieder sehr spannende Partien. Diesmal kommen Topalov gegen Ponomajov, Anand gegen Kramnik, Karpov gegen Hug und Polgar gegen Kalefmann. Also dort spielen die Spitzenleute gerade zusammen. Wir gehen gleich mal in die Stellungen rein. Ja, man hat Absicht mindestens. Ja. Die Partien sind schon angefangen. Ja. Nur wir kriegen noch keine Züge hier. Jetzt. Ja, jetzt geht's mal so. Das ist für das Ausbrechen, das ist für Oberfeld. Das sehen wir gar nicht, das sieht man gar nicht. Muss man runterfahren. Ja, ist klar. Also da kriegen wir. Ja, ja. Ja, was ist das jetzt? Das ist eine Außenvariante, ja, das man schon vor den 100 Jahren vielleicht so gespielt man hat. Ja, ja, genau. Außen. Ja, das waren schon Spezialisten dafür. Also, gehen wir die ganzen, kurz mal die Eröffnungen durch. Ja. Das ist Anand gegen Kramnik. Was haben die gespielt? Ach, die haben skandinavisch gespielt mit Dame D6. Das ist vielleicht eine Hommage an Dr. Wirth, ja, der von der Organisator von Zürich Schachgesellschaft, der spielt skandinavisch. Dann ja, genau. Er wird diese Partie sicher sehr verfolgen, ja. Das habe ich lange nicht gesehen. Ja, auf diesem, es ist, auf diesem Niveau. Ich glaube, das ist auch ganz Neues von Kramnik, ja, der das wagt. Also, das ist wirklich eine nette Überraschung, ja. Guter, ja. Kann machen, ja. Natürlich. Die kennen sich natürlich, weißt du, wir haben schon so viele ja, okay, Rapid-Schachpartien gegeneinander gespielt. Also ich weiß nicht, wenn man das wirklich auszählen würde. Ich weiß nicht, weißt du, diese alle Amberschach-Turniere, wo die immer gespielt haben, wo da war triumphieren, war einmal Anand, einmal Kramnik. Also es ist immer dann, ich war sehr überrascht auch, dass diese Weltmeisterschaft in Bonn so ohne reibungslos irgendwie ging. Es war wirklich ein Genuss für Schachspieler, ein Schmaus und keine, weißt du, diese alle Proteste oder diese irgendwie diese Unterweltschläge und so. Das gab und schöne Partien. Und schöne Partien. Ja, so, wir gehen mal, gehen mal weiter. Ja, da ist ein Königsindisch, aber ja, Hug macht das wieder. Ja, der hat das so gelernt und eigentlich. Ich erinnere mich so eine Variante mit H3, das ist von Larsen. Ja, genau, Larsen hat es eingeführt. Und Hug ist irgendwie hier alte Schule, ist immer erfrischend, wenn jemand überhaupt Königsindisch spielt. Ja, in Dumir oder Benoni, weißt du? Ja. Die Leute, die solche Eröffnungen spielen, die würden eigentlich meines Erachtens etwas höheres Startgeld bekommen sollen, weil die anderen halt mit anderen Eröffnungen. Es ist ein bisschen langweilig. Naja, er hat ja die gleiche, den gleichen Stellungstyp schon natürlich gegen Ponomajov verloren vor einigen Runden. Aber es war auch da eine spannende Partie und ich denke, wir haben hier auch eine spannende Partie vor uns. Ne? Hier geht es ja vor allen Dingen darum, mit dem Aufbau H3, G4 das F5 zu erschweren oder dann hier öffnen zu können. Ja, weißt du, Lothar, ich bin nicht sicher, ob man H3 lieber mit Zeit hin vorsetzen soll. Also es ist dann nicht sinnlich. Ich bin nicht sicher. Das sind alle schwer zu sagen. Ja, es ist nicht meine Sache mehr, ja. Der geht natürlich jetzt um den Springer auf G3. Ja, natürlich. Jetzt kommt Springer E2, Springer G3. Ja. Und dann irgendwie, was musst du da machen, Ausschlag? Du bist doch auch ein Spezialist. Ja, natürlich. Ja. Gut, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Also entweder man drückt trotzdem F5 durch oder es gibt diese positionellen Manöver, also Springer F6 geht irgendwo hin nach E8 oder D7 und dann versucht man mit Läufer F6, Läufer G5 diesen Läufer abzutauschen. So, das sind immer so die grundsätzlichen Ideen, aber ich nehme stark an, Werner wird wieder F5 versuchen durchzudrücken und irgendwie mit Gegenspiel arbeiten. Es gibt auch die Idee, mal C6 und dann da auf D5 tauschen und da in der C-Linie ein bisschen zu machen. C6, also mir gefällt was lieber. Das sind so die Grundideen, da muss man sich einfach dann als Schwarzer mal entscheiden. So, gehen wir mal in die letzte Partie rein, die haben wir noch gar nicht gesehen. Da ist irgendwie ein
was ist das? Also mal, unregelmäßig? Ja, müssen wir mal zurück. Wir müssen mal zurückgehen. Ja, bitte noch. Ja, gehen mal zurück. Augenblick, das haben wir jetzt. Ja, vielleicht, wenn es geht, dann am Anfang an. Ja, warte mal, wir müssen mal Kaufmann-Bolger und hier mal zurück. Ja. Das Sizilianisch. War Sizilianisch, ja, das ist, diese Pausen, ja. Richtig, ja. Naja, die haben aber inzwischen eine ganz schön scharfe Stellung da aufgekriegt. Ja, Weiß hat ein bisschen Druckspiel auf der Diagonale, H1, A8, aber natürlich sich dort mit G4 irgendwie ein bisschen geschwächt. Naja, aber gut, der Judith spielt wahrscheinlich jetzt nur für Schach, also ich kann nichts mehr verlieren. Richtig. Weißt du, es ist immer ein bisschen deprimierend, wenn man keine Partie gewinnt in einem Turnier. Genau. Es passiert leider, aber weißt du, man will zeigen, man will eine Partie mindestens gewinnen. Ja, ich denke auch. Dann kannst du ruhig schlafen. Richtig. Und irgendwie, man fühlt sich nicht so minderwertig oder so. Ich glaube, dass Judith wird hier versuchen, irgendetwas. Ja. Ja. So, fangen wir mal wieder von oben an. Ja, wir gehen mal zu Topalov gegen Ponomajov. Ja, Topalov ist eine Stonewall-Stellung. Stonewall-Stellung, genau. Sehr fest, ja. Ja, Ponomajov, er arbeitet mit sehr guten Zeit eigentlich. Weißt du, der hält immer diese Zeit irgendwie in Reserve. Ja. Weißt du, Ponomajov ist hier wirklich time is money. Weißt du, du kannst das so nehmen, weil gut, er spielt sehr sicher. Ja, aber immer mit eigentlich Zeitvorsprung. Ja, mir hat auch bisher sehr gut gefallen. Ja. Ja, also hat vielleicht sogar das beste Schach bisher gespielt. Ja, ich war sehr überrascht. Seine letzte Partie gegen Kramnik, ich hatte das Gefühl, dass die war für ihn irgendwo gewonnen. Also, weißt du, ich dachte auch, Fritz oder Programme, die finden es sicher. So, gehen wir mal zu Anand gegen Kramnik. Das ist jetzt diese Stellung. Dame D6, skandinavisch, ja. Ist da etwas jetzt? Hat er schlechtere Stellung viel? Ja. Nein, ich denke, es ist irgendwie im Ausgleichbereich. Irgendwann wird mal E6 kommen und... Naja, gut, der Weiß stellt ja nur den Springer nicht. Ja. Aber der schwarze Wolf ist schon mächtig. Genau. Irgendwie, er kann das dann reißen mit Wolf B7, C6, weißt du? Ja. Wenn es käme, wenn es kommt so. Ja, vielleicht versucht er auch mit Springer D4 erstmal E6 und C6 zu verhindern. Ja. Aber dann geht vielleicht Läufer D7 und irgendwie Läufer C6. Und dann irgendwann kommt C6 und dann... Ja gut, man muss dann immer aufpassen auf B4, weißt du? Richtig, so stimmt. Ja. Aber Läufer auf D7, ja. Ja. Ist das so? Wie ist das mit der Zeit da? Kramnik 13? Ja, die haben alle noch genug. 15 und 13. 15 Anand und 13 Kramnik. Also ist noch nichts Großes passiert hier. Ja, dann Läufer D3, normaler Entwicklungszug. Ja. Jetzt denke ich eigentlich fast, dass irgendwie E6 oder E6 wird vielleicht kommen jetzt. Mal diese Sachen dort ein bisschen zu sprengen. Ja, der Läufer muss auf D7. B7 brauchen wir für den Springer. Ja. Richtig, genau. Also sagen wir jetzt, wenn Läufer D7, dann vielleicht tatsächlich Springer D4. Ja. Und auf C6 käme dann noch immer B4. Richtig, weißt du? Genau. Aber ganz so andere Idee. Das ist schön. Was kommt jetzt nach B3? Dann? B3 ist jetzt zu klar. Ja, dann vielleicht C6 sofort. Ja. B4 hängt Bauer C4, weißt du? C4, genau. Jetzt ist das B3, dann spiele ich vielleicht tatsächlich das C6. C6, genau. Und dann, ist die lange Diagonale. A1, A8 natürlich, da steht ein schöner Läufer auf D7. Ne? Ja, das ist nicht angenehm. Wenn dann eine C-Linie aufgemacht wird, da kann plötzlich Schwarz. Sehr gut spielen. Also, wäre jetzt komisch, wenn diese skandinavische Partie, was soll jetzt der Weiß machen? Vielleicht muss er Springer D2 machen und schon ein bisschen auf versuchen auszugleichen, aber arbeiten irgendwie. Kann er jetzt C6 spielen? Muss er mal ein bisschen gegen. Läufer schlägt C5, das ist nicht so gut. Weiß nicht, ob das. Ja.
Also es ist wieder irgendwie strategisch sehr verdächtig. Ein bisschen verdächtig, ich weiß nicht, was die Leute nieder. Ja. Also ich denke, er sollte jetzt sowas wie Dame D7 und B5 spielen. Weißt du, dass er irgendwie dort gegenspielt am Damenflügel. Dame D7, B5 oder A4 und dann B5 hinterher als Bauernopfer und dann Turm B8 und so etwas. Vielleicht sollte er so etwas. Also er muss irgendwie Aktivität entwickeln, sonst ist er AB6, ja, ist passiv erstmal. Aber da sagen wir mal, weiß nicht. Ich glaube, er muss mal irgendwie Aktivitäten. Vielleicht will er es auch erst noch vorbereiten, dann später mal Dame D7. Aber er muss irgendwas am Damenflügel tun. Sonst wird er da positionell erdrückt. Erdrückt, ja. Na, schauen wir mal zu Holger Kalev mal. Das war interessant irgendwie. Ja. Ah ja, die haben jetzt so eine Struktur. Natürlich hat immer irgendwie Turm D4, C4 eine Option, ja. Aber gerade hat sie das nicht. Dame C4 wurde gespielt. Hier werden sie sehr positionell spielen. Irgendwann werden sie in der D-Linie viel tauschen müssen, weil es wird Turm D1 kommen und dann muss opponiert werden. Und dann steht Weiß natürlich immer gegen diese Bauern A7 und C6 doch. Ja, aber diese Zuglar gegen Läufer C5 gerichtet. Ja, also, genau. Weiß hat bessere Struktur, aber H2 hängt auch noch. Also H2 hängt auch, ja. Wollen ja, wir es jetzt so sehen, weil vielleicht hat Schwarz jetzt tatsächlich Zeit zu Turm D8 und H2 hängt, ja. Ja, kann er irgendetwas. Ja, also jetzt ist das schon sehr ja. Und dann kommt um der und irgendwie, weißt du, Notar vielleicht so weiß jetzt wieder mit um der 1 gehen, damit macht um der 8. Ja, der Bauer H2 ist plötzlich irgendwie immer ein bisschen richtig, ja. Na, auf Turm D2 könnte Turm D8 kommen, ne? Und dann kannst du nicht Turm D1 richtig, weil der H2, den gibt man nicht so gerne ab. So ein kleines Baulein, ja, sozusagen. Ja gut, der Schwarz droht noch nichts. Richtig. Zum Beispiel Weiß kann jetzt H2, H3 machen. Ja, ja. Wär zum weißt Beispiel du, eine Option, ja. Ich weiß nicht, ob es geht. Nein, geht es nicht. Dame B7 und was erzähl ich? Dann kommt Turm D1. Turm D1, ja. Ja, ja. Weißt du, so eine Idee, aber gut, das ist mehr so ein bisschen Spielerei, ja. Aber ja, die werden schon, diese Partie wird irgendwie scharf ausgespielt. Ja, ich denke auch. Judith hat immer gute Zeit, ja. Kalifmann hat sich in letzter Zeit irgendwie zurückgezogen. Wenig gespielt, ja. Wenig gespielt, ja. Die Generationen kommen neu, ja, irgendwie. Und das ist dieses Downwall, ja. Topalov gegen Ponomajov sind wir jetzt wieder. Ja. Und da haben wir dieses Stonewall. Wunderschwarz marschiert. Ja, das ist der typische Weiß versucht am Damenflügel, ja. Schwarz versucht am Königsflügel. Naja, aber ja. Weiß gefällt mir jetzt. Ja, ja, ich denke auch. Der Springer E5 kann nicht vertrieben werden, nein, auf natürliche Art und Weise. Und der Springer E4 kann aber noch von F3 beseitigt werden, also wenn es Not gibt. Ich glaube, das könnte für Ponomajov ein Schicksalspartie das sein. Ja. Kann man durchaus. Natürlich, wir haben heute auch Anand Kramnik, ja, das ist unglaublich. Ja, da werden wir gleich nochmal reinschauen. Diese wirklich skandinavisch wurde hier auch gespielt, das ist doch faszinierend. Ja. Hat er C6 geschafft? Ja, der hat C6 geschafft und A1, CD, Läufer B7, Läufer G5. Ja. Naja, gut, was soll es sein? Naja, er will natürlich auch jetzt auf B7 springen, ist noch auf A5. Naja, die Weiße natürlich. Turm C8 ist schafft es mit Tempo dann immer, ja. Ja. Und also, zurzeit hat er noch auf B1 ein relativ sicheres Fleckchen. Aber ich weiß nicht, was kommt auf Läufer D5? Ja, sicher. Soll kommen. Und dann gibt man den E7 und dann gibt man aber einen Schach dann irgendwie und die Läufer strahlen alle schön rein. Das ist schon nicht so angenehm. Und der Läufer auf der D5, also von D5 aus auf der Diagonale A1, A8 steht natürlich auch kräftig. Ja, Läufer A6 hat dann irgendwie weiß. Also, was soll, ja, ist schon genommen natürlich. Ja. Hat er das genommen. Ich denke, er wird jetzt auf E7 mit dem Läufer nehmen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Sonst hat er ja irgendwie einen glatten Bauch. Ach, die haben schon Remis gemacht, ja. Nimmt die, ja, die lassen es auf letzte Runde ankommen. Ja, ja, die wollten sich nichts tun jetzt. Ja, irgendwie, die haben sich zu viel vielleicht getan in letzter Zeit. Richtig, ja. Na, dann ist ein bisschen enttäuschend. Ja, das hätte durchaus ja, noch gespielt. Ja, der hört er nicht. Ja, Dame D7 ist Dame D7, gekommen. Ja, und A4, ja. A4, ganz unbeschrocken. Aber Karpov hat jetzt erstmal B5 verhindert, denn das hätte dann wirklich wahrscheinlich zu Gegenspiel geführt. Ja, ja, doch, ja, das wäre schön. Na ja, gut, hier ist noch richtig Spannung in der Partie auch weiterhin drin. Gehen wir mal zu Holger gegen Kalefmann. Ja, die haben diese positionelle Stellung. Ja, ist auch noch nicht allzu viel passiert. Ne? Es ist vielleicht etwas besser für Weiß. Mit der Dame auf C4 aber und den Bauern auf A7 und C5, diesen zwei Inseln, aber naja, noch nichts Besonderes. Hier kann auch noch. Was war bei mir jetzt hier? Ja. Ach, die sind irgendwie sehr mit Fried zum Frieden. Das ja. Nein, die spielen noch. Ja, die spielen noch, ja. Ja. Nur anhand Kramnik bisher. Ja, gehen wir nochmal zu Topalov Ponomajov, das war diese Stonewall. Naja, hier hat Topalov sicher ganz gute Chancen. Ja, die Initiative ist klar bei weißer Seite. Und wie gesagt, der Springer auf E5, der steht ja super. Den wird er auch mal beseitigen müssen. Vielleicht mit Springer D7 als Idee. Oh, hier handelt gerade Beifall auf. Wir müssen mal schauen, was da irgendwo passiert ist. A5, eventuell bei Karpov. Naja, da ist nichts passiert. Holger Kalefmann kann eigentlich auch nichts Großes passiert sein. Ja, Judith hat H2 abgegeben. Ja. Ja, gut, sie würde irgendwie auf C5 nehmen. Also gut, Turm schlägt D2, sagen ja, wir. Turm schlägt D2, Dame schlägt H2, Läufer schlägt C5, aber dann kann ich nehmen, du nimmst das und Dame G1 Schach, dann nehme ich auf G4 und der Habauer läuft dann, ja. Aber ja. Ja, kommt doch gleich, ja, Dame H2. Ja, das sind wirklich Rennen wie Hunderennen, ja, dann, ja, genau. Alle Bauern, die dann da sind, ja. Aber nach Läufer schlägt C5 ist natürlich im C8 kaum möglich, weil ja. Die Achterreihe ist letztbar. Läufer schlägt C5, Dame C7 zurück, aber... Vielleicht kann er jetzt mit Turm D7 weiterspielen, Aktivität, ja. Hat sie gemacht. Ah ja, hat sie gemacht, ja. Sehr schön. Sehr schön. Und Dame A4, ja. Die Dame gefällt mir nicht so viel, ja. Was macht die Dame da? Ja, ja. Kalefmann hatte ein bisschen Probleme mit dem Läufer, weil auf Läufer F6 wäre G5 gekommen mit Tempo. Richtig, ja. Richtig. Und naja, das... Tempo. Ja, ja, und dann sind doch die Bauern C5 und A7 sehr schwach, aber... Wenn sie jetzt auf A7 einfach nimmt, hat sie einen sehr gefährlichen Bauern dort auf der A-Linie. Und die Figuren stehen alle sehr aktiv. Na gut, aber nach Turm D8, dann was machst du da? Dann droht ja, irgendwie etwas A1, auf D1. Ja, ja, klar. A7 ist, gut, vielleicht kann man mit Dame jetzt. Ja, sie spielt Dame F4, ja. Aber, ja gut, sie irgendwie paralysiert ihn, aber irgendwie H6 ist jetzt dazu. Richtig. Weißt du, dann würde ich trotzdem dann irgendwann Läufer G5 spielen. Ja. Ich denke, so H6 sollte auch kommen, weil sonst könnte G5 kommen, wenn jetzt H6 nicht kommt. Und dann kann wirklich der Läufer sehr dumm stehen. Dann hat man kaum noch Felder für ihn. Deshalb sollte H6 jetzt unbedingt kommen. Wir können ja mal kurz verweilen, was... Ja, die kommen schon auch in der Phase, sind schon unter 10 Minuten. Ja, H6 gekommen, klar. Musste sein. Ja, naja, jetzt ist wieder spannend. Rotläufer G5 und ja, das ist... Wenn der Läufer E3 natürlich mal rausfällt, dann kann auch der König auf C1 dann nicht gut, ganz so gut. Du kannst jetzt so einen Zug machen wie Dame F3. Ja. Aber dann ist die Frage, muss ich dir dann den A-Bauer geben, weißt du? Also, den schiebe ich dann irgendwo... Dame, ja, weil wenn ich jetzt auf A7 nehme, weißt du, dann ist vielleicht Läufer G5 doch. Das denke ich auch, ja. Dann Läufer G5 und dann Dame F3 und dann kann man Läufer nehmen, ja, E3 ja. Und dann Dame weißt du, E1 Schach. Ja, genau, und das ist schwierig. Ja gut, der Weiß hat dann immer nach Turm D8
Ja, du machst, ja, aber gut. Naja, wir werden das beobachten. Also hier ist noch alles drin. Die ja, spielen und Ponomarev kann jetzt mit eigener Kraft das Turnier gewinnen, noch immer. Richtig. Wäre eine sehr schöne Überraschung. Ja. Aber er steht sehr kritisch, glaube ich, jetzt inzwischen. Das ist jetzt so, ja. Topalov hat E4 jetzt durchgedrückt, der Springer auf E5 steht immer noch. Also die Stellung gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ja gut, er hat aber einen Bauern mehr. Ja, Bauer, das macht aber der besser den Topalov. Genau, die Kompensation ist, denke ich, schon überragend. Ja. Die schwarzen Figuren stehen. Springer F6 muss kommen. Weißt du, manchmal verstehe ich nicht, warum diese großen Leute so nachdenken. Ja, weißt du, hier natürlich. Muss ich doch. Ja, oder will er das nehmen zuerst? Ja, vielleicht nehmen zuerst und daran überlegt er vielleicht und dann springt er F6. Muss er jetzt entscheiden. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Partie auch hier. Springer F6 machen zuerst. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ja, intuitiv, ja. Ja, hat er auch gemacht, ja. Ja, der hat immer gute Zeit. Am Anfang gesagt richtig. Haben, Mario war praktisch um 2,5 Minuten mehr zur Verfügung. Das ist manchmal wichtig, ja. 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 Aber dann hat er ihn genommen, nach Turm-1 hat er ihn dann genommen, aber... Vielleicht, wenn du nimmst Springer 6, dann brauchst du es nicht, um mehr einzuspielen. Genau. Ja, der schwarze König ist natürlich dann immer irgendwie vulnerabel. Aber gut, der hat noch Figuren da. Dann kommt auf G7. Ja, jetzt versucht er den E5 mal zu bekämpfen. Ja. Ich denke auch, das ist mal ein guter Plan. Den E5 sollte man nicht ewig stehen lassen. Ja, oh, dann. So ist das. Aber ich denke, er wird nicht auf keinen Fall tauschen. Vielleicht Springer C4, um sich irgendwie mal auf D6 einzunisten. E5 dann mal hinterher nach D6 rein oder irgend solche Ideen werden jetzt kommen, denke ich. Springer C4 bietet sich eigentlich sehr an. Gut, auch Springer F3 kommt in Betracht und Druck auf G5 ausüben, aber mir persönlich würde Springer C4 besser gefallen. Ja. Nach D3, ach, das war auch noch eine Option, ja. Ja. Naja. Was passiert jetzt, wenn ich F5 kannst nehmen auf F5, ja? Wahrscheinlich, jetzt, ja. Dann wegen der Fessel. DE5. DE5 und du kannst nicht mit dem Springer wieder nehmen, wegen der Fessel. Wegen Fessel auf C3 oder. Ja, macht aber jetzt. Läufer kommt schön. Ja, jetzt kommt Läufer schön. Ja, er hat den Springer vertrieben. Oh, das jetzt. Dafür hat er sich Läufer G6, ja. Turm F1, ja, er will jetzt auf F-Linie ein bisschen zaubern, ja. Richtig, weil Druck gegen B7 ist da, deshalb kann er schlecht die Türme verbinden. Ja, sehr spannende Partie, denke ich. Ja, wir werden später nochmal zurückgehen, wir schauen mal bei Karp gegen Hook. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht ja, ist er ein bisschen müde. Gefällt mir jetzt gar nicht, muss ich sagen. Nein, das ist ganz wahre strategische Dominanz, weißt du, diese Figur auf E4 ist fürchterlich. Ja. Schwarz spielt praktisch ohne. Ja, der Karpov kann hier tatsächlich vielleicht vierten Platz noch reißen. Ja. Ja. Er spielte die ersten Partien, zwei Partien spielte er schlecht und danach irgendwie hat er gute Stellung erreicht. Weißt du, der stand auch bei dem Topalov besser. Ja, das ist natürlich Rapidschach, aber ja, dann so. Ja, die hat er jetzt auch strategisch bisher sehr, sehr stark gespielt, die Partie. Ja, das sieht nicht gut aus. Die zwei Leichtfiguren auf E8 und auf H8 sind praktisch vom Spiel ausgeschlossen. Und man sieht auch kein Gegenspiel von Fortsetz. Ne? Nein. Er muss sich irgendwie abwarten. Na gut, er will vielleicht einmal Turm F4 spielen. Ja. Aber diese Turm wird wahrscheinlich weiß nie nehmen. Oder ich nehme Turm erst, wenn es gewinnt. Oder ja, so. Weiß hat natürlich richtig, jede ja. Menge Plan. Gut, jetzt. Ja, hat er Turm F4 gemacht, Läufer E2 einfach, ja, und der wartet jetzt ab, bis er... Das ist alles ein bisschen akademisch gesprochen. Ja,
sowas. Ja. A3 sogar gespielt. Naja gut, er muss einfach verschärfen, sonst er kann auch langsam untergehen oder ist einfach probieren ist noch etwas. So weit, ja. Ich denke, es sieht schon schlimm aus, ja. Was machst du jetzt? Er muss tauschen praktisch auf E4 fast, ja. Wenn du nach D7 zurückgehst, hast du ja noch eine ganz schlechte Figur. Kann ich nicht viel. Ja, wenn der weiß nur Mehmet, dann ist das praktisch die Schwarzgnade. Ja. Ja, also, ja. Ja. Ah, ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Wir werden mal zu Polgar Kalefmann gehen. Da ja, war ja auch spannend. Sehr spannend, wie das da wieder da sich das irgendwie. Da ist sehr viel rausgeworden. 2-4, 2-4. Ja. Ja, aber weiß, wie ist das jetzt? Wie ist das jetzt mit seinem König? Ja. Naja, ich denke, Weiß hat jetzt schon gute Möglichkeiten. Ja, die sind schneller, die laufen irgendwie schneller eventuell. Die weißen Schwerfiguren stehen einfach irgendwie besser. Ja, ja. Und oh, ja. Schwarz kann nicht so richtig einen Freibauern bilden. Also der F2, der hält eine ganze Menge von Bauern da auf irgendwie. Das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut für Polgar, muss ich sagen. Gut, wobei es ist noch alles unklar. Auf eine Königsstellung und er muss jetzt irgendwie versuchen, die seine Bauern auch in Bewegung zu kriegen. Den E-Bauern mal irgendwie die Dame von D4 wegkriegen oder irgendetwas, sonst könnte es hier doch kritisch werden. Aber gefällt mir insgesamt jetzt ein bisschen besser für Polgar eigentlich. Ja. Wir werden nochmal zu Topalov. Die Dame kann auch irgendwie auf D7 machen. Ja. Diese Reihe, aber es ist noch. Das ist noch unglaublich reiche Stellung. Ja, denke ich auch. Oder? Nein, denke ich auch. Und hier ist das wirklich Hölle hier los. Ist ja, hier ist ja die Hölle los. Also genau. Schwarz spielt das hervorragend, so wie ein Stonewall. Weißt du, das ist nicht jede Sache. Nein, das er hat einen Bauer mehr. Und wo ist weiße Gegenspiel? Richtig. Natürlich, du sagtest vielleicht gegen G5, aber da kommt immer C3 und da kommt schon auf C5 oder so, weißt naja, du? Und inzwischen ist auch der C-Bauer eine ganz schöne Kraft. Ja, ne? Und wenn also die Dame den blockieren muss, das ist eigentlich die falsche Figur, ne? Für eine Blockade. Mir beginnt irgendwie fast der Schwarz besser. Ja, ich muss auch sagen, inzwischen schwenke ich da auch eigentlich um. Dann wirklich die letzte Runde entscheidet. Ja. Entscheiden. Wobei hier ist noch volles Gift drin, also hier kann noch alles Mögliche passieren, vor allen Dingen in der Schnellpartie. Die haben auch ja gut, Ponomajov hat immer noch die wesentlich bessere Zeit, also hat immer noch eine reichliche Minute mehr. Das ist ja gut, Schnellschach schon jetzt, viel. Ja, nach Zerfinspringer 2, er kann noch so nicht richtig so viel Leibel, weiß einfach, wenn er am Zug ist, E4, E5 machen. Ja. Weißt du, wenn ich am Zug wäre, wahrscheinlich. Aber ja. Da ist immer noch, diese Läufe muss belebt werden, ja, Springer genau. E4, ja. Ja. Nur wenn wieder E5 kommt jetzt, dann spielt Weiß natürlich D5 und dieser Bauer ist irgendwie sehr stark. Ja, das ist richtig, ja. Die Stellung ist wirklich, ja, doch hat er E5 ja. Gespielt, E5, C4, Turm D1. Naja, die Drohung ist ganz klar, aber gut, Dame C5 Dame jetzt. C5 gefällt mir auch ausgesprochen gut jetzt. Ja, er will dann Turm D2 machen und dann König A1, weil diese Fesselung ist doch nicht. Oh, und damit zählt ihm D6 und C6, so hat er sich das vorgestellt. Ja. Dame D5, ja, Springer H3 jetzt natürlich. Also, der ist schon sehr gefährlich. Ja, jetzt muss er da aufpassen. Sein König ist auch nicht so. Eben, Springer ja. H3 jetzt, da, was macht ja, er da? Karo. Das war seine jetzt Idee, ja. Denn er muss ja fast G4 machen, denn König ja, H6 geht gar nicht wegen Dame C1 oder so etwas. Ne? Springer G5 Schach und dann taucht der Springer da irgendwo auf E6 auf, ja, eventuell. König H6 ist kaum möglich, wenn Dame wegen Dame C1, genau. Also an so G4, Springer G5, vielleicht König G8, aber. Es ist unglaublich jetzt scharf. Ja, hier ist richtig Stimmung in der Partie drin. Ja. Springer stellt dann auch Gelfing gut. Ja, ja, natürlich. Du, der Schwarz wird sowieso irgendwie auf Gelfing kaum verzichten können. Ja, Gelfing, B4, C3. Ja. Da
glaube, die Stellung ist jetzt sehr kritisch. Wie macht man das jetzt? Was ist denn hier passiert? Kapo Vogt, die haben Remis gemacht. Ja, nein, sicher nicht. Nein. Das ist falsch. Nein, das wie kann es Remis sein? Das kann ich, wir haben doch da schon eine andere Stellung gesehen. Ja, das kann eigentlich nein, nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Wir haben jetzt auf dem Bildschirm irgendetwas. Da war schon viel längs. Ja, ich denke, wir werden später noch mal reingehen. Da kann ein technisches Problem vorliegen. Wir schauen mal jetzt bei Polga gegen Kalefmann rein. Ja. Naja, der Kalefmann, wie wir schon angedeutet hatten, versucht jetzt irgendwie seine Bauern da nach vorn zu schieben. Na ja, gut, vielleicht seine Idee ist Lotharkönig 6 und A8. Ah ja, oh weißt ja, du, ja, und gegen Weißenkönig ja, da, was, ja. Was soll er sonst machen? Ja, ist also, richtig. Das ist richtig, ja. Aber gut, Weiß, Dame D3 manchmal, aber gut, dann... Aber ungewöhnliches Manöver, ne? König ja, da mit, ja. Gegen die Schwerfiguren vorbringen, aber sehr, sehr, sehr interessant, denke ich. Das ist ganz, ganz toll. Ja, die der schwarze König steht da eigentlich sehr gut. Sehr gut, natürlich, klar. Bauern dann davor und dann kann er seine Schwerfiguren mit der H-Linie seine Schwerfiguren aktivieren. Ne? Und dann droht dem Weißen König auch einiges. Also das ist auch immer noch sehr, sehr spannend. Ja, aber gut. Wir gehen nochmal zu Topalov. Das ja. Ist ja, ja, da kam genau wie du gesagt hast, G4 Springer, G5 Schach und König G8. Ja, was man macht jetzt damit? Weiß. Ja. Also das ist jetzt nicht einfach, ja. wie man jetzt das irgendwie ja. Auf F5 opfert, ja, und dann Dame schlägt F5, ja. Also auf F5 natürlich auch D6, weißt du, ich weiß nicht, kann sich Weiß jetzt so ein Luxus noch erlauben mit H2, H4, weißt du, und dann König H2, ja, ja und erstmal den sicher. H4 kommt schon B5, ja. Ich verschwinde dann noch einmal mit König, aber dann ist B4, ja, also, weißt du, ja. Ich kann auch nehmen, ich weiß nicht, ob dieser Luxus ich mir erlauben kann, ja. Eigentlich, wie kommt er rein jetzt? Kommt das ist eigentlich schwierig, er hat kaum Figuren, er probiert A4, wie du schon gesagt hast, erstmal einen König absichern wahrscheinlich und dann... Ja gut, wenn du B5 spielst, dann lasse ich es vielleicht sogar, spiele ich König H2. B4, ich nehme das weg mit Dame, dann kommt natürlich C3, ja. Ja. Und tun D1, das ist auch nicht so toll, ja. Das ist verrückt gestellt. Ja, vielleicht will er opfern auf F5, weißt du? Das kann durchaus sein, ja. Ja, ja. Wenn der König dann abgesichert ist, dann muss er erst den König nach H2 bringen, weil sonst droht er immer dann gleich. Den natürlich, König irgendwie ja. Etwas. Also ich denke auch, er wird erstmal König H2 spielen und dann anschauen, wie sich die Partie entwickelt hat. Ja, ja, aber Schwarz, ich sehe keinen Zug auf B5. Ja, ich auch nicht. Siehst nee. Du da B5, er muss den C-Bauern versuchen, nach ja, vorne natürlich, zu bringen. Wenn du ja. Nimmst, dann Dame schlägt B6, richtig, dann genau. Habe ich Dame B3, weißt du. Genau. Aber gut, kommt die weiße Dame nicht rein, weißt du, via C1, Springer E6, Dame H6 irgendwo. Das wäre eine... Weißt du, wie ich es meine? Ja, ja. Jetzt sagen wir B5, AB, Dame B, König H2. Dame B3, ja. Weißt du, nur so ja, ja, natürlich. Dame C1 und nach C3 habe ich Springer E6 ist, und dann kriege ich in die Stellung rein, ja, ist ganz interessant. Weißt du, so, aber gut, B5, König H2, B4, Dame schlägt B4 ist C3. Ja, ja, ja natürlich. Aber dann habe ich auch irgendwie Turm D1 und habe ich wieder Schach via B3 mit Dame, weißt du? Ja. Also B5, König H2, achso, er hat Läufer F7 gehabt jetzt. Ja, er will erstmal den Turm da wegtreiben. Ein Opfern geht es jetzt nicht, glaube ich. Nein, glaube ich. Oder auch nicht. Kann er opfern? Nein, das geht nicht. Aber der Läufer hatte natürlich auch eine Schutzfunktion. Ich weiß nicht, wenn entweder vielleicht sogar, also entweder Turm D2 und Turm F2 oder sogar Springer F7 und dann über die F-Linie und dann schnell ja. Dann mit zwei Schwerfiguren darüber schwenken. Also
gut. Also ja, gut, ich würde den. Der Dame kann natürlich sofort auf E3 auch. Richtig, ja. Ja. Ich würde Turm D2 jetzt spielen. Was würdest du jetzt machen? Turm D2 würde ich jetzt eigentlich vorschlagen. Ja. Das sieht vernünftig aus, so irgendwie. Denn man gibt ja auch den Springer nicht so zeitig gegen diesen Läufer. Ja. Der Springer ist ja so. Das ist ja der eventuell. Ganz belästiger mit Turm D2. Natürlich. Ja, ja, genau. Ich denke, Turm D2 wird kommen. Oder Turm D1, aber. Intuitiv würde ich Turm D2 sagen. Klar, gut, wir schauen noch mal woanders hin. Das, wir schauen noch mal, was eventuell bei Karpov. Ja, nein, das kann nicht sein. Das ist sicher. Wir werden uns noch mal erkundigen bei Volga Kalefmann. Ja, der hat wirklich den König nach G6, wie du vorgeschlagen hast, und den Turm in die Halle. Ja, weißt du, droht jetzt Turm H2 mit der Unterschätzung. Ja, natürlich, eben. Entschuldige jetzt. Ja, Mensch, die weißt du, muss ganz schön aufpassen. König B2 Turm H1, ja. Also laut unserer Information bisher wäre Karpov Fug Remis geworden, aber wir bleiben da dran. Wir werden Sie da noch informieren. Ja. Weil wir waren eigentlich uns ziemlich sicher, dass Karpov da sehr deutlich besser steht. Gut, aber hier, das ist eine spannende Stellung. Ja, Turm A2 ist wirklich eine. Bravo, Schwarz, er hat wirklich wunderschönes Gegenspiel. Ja. Jetzt droht um H2 und Schwarz steht hervorragend. Natürlich. Weißt du? Gut. Vielleicht muss G3 dann ist Drohung dann plötzlich. Ja. Ja. Vielleicht muss Weiß jetzt sogar Dame C2 spielen. Dame C2. Damit du dann Turm D2 irgendwie Dame spielen C2 kannst. Dame C2 ist schöner zu. Ja. Dame C2 ist droht auch erstmal der F7 verloren zu gehen. Und wenn Dame C2, König C2, dann hast du auf Turm A2 hast du Turm D2. Hervorragend. Vielleicht sollte dieser. Genau, genau. Damit C2 ist ein sehr guter Zug. Ja. Und dann können die Bauern natürlich aktiv werden. Stimmt. Also wir haben gerade gehört, Karpov gegen Hug ist wirklich Remis geworden. Die haben plötzlich ja gut, in einer scharfen Stellung. So ja, es kann taktisch, turniertaktisch eine Rolle spielen. Sehen wir es mal so. Ja, ne. Aber hier ist richtig stark. Also so, sie hat sogar König A3 gemacht, statt Dame C2. Aber was macht sie jetzt auf Turm A2? Will sie vielleicht einfach loslaufen? Aber dann würde der Geber auch. Nein, weißt du, was sie hat für Absicht? Dame ja? D6, Dame F8. Ach so. Aber hängt doch der Turm auf D7. Ja, ja, also Turm H2, Dame D6, König A7. Ja gut, ja. Hängt jetzt auf F2. Ja. Also kannst du dir vorstellen, dass da jeder die Dame macht oder was passiert? Ja, jetzt? Könnte durchaus sein, aber dann sieht Schwarz etwas schneller aus irgendwie. Er ist schon einen weiter vorn. Also gut, er könnte jetzt A5 machen, aber. Aber muss vielleicht. Ja, was soll er mit F2 machen? Was bleibt, ja. A5, Turm F2. Oder Dame F2. Naja, dann der König verschwindet auf B4. Also man kann vielleicht einfach mit dem A-Bauern loslaufen. Ja. Der König steht auf B4. Unglaublich. Ähnlich sicher. Die Könige, die gehen ja im gegen die Schwerfiguren trotzdem nach vorn und stehen vielleicht sicher. Ja, das ist eine unheimlich spannende Sache hier. Ist schon passiert. Ja, ist schon passiert. Ja, Turm F2. A5. A6, G3, A7, G2, A8, G1. Das werden wir auch noch erleben. Wir Damen am Das könnte spannend werden, ja. Ja. Ja, bei Topalov Ponomajov passiert etwas. Wir schauen mal dort rein. Ja, die haben wirklich jetzt. Aber die Dame steht jetzt sehr kräftig da auf F5. Und aber inzwischen ist der C-Bauer natürlich weit nach vorn. Was ist das? Na ja, gut, Weiß hat Remis, aber wer will jetzt Remis hier machen? Ja. Das ist auch, weißt du.
was kommt jetzt auf Turm E5? Muss Springer nehmen, ja, Dame nimmt und König nach F7 oder so etwas. Ja, der muss wohin, wahrscheinlich auf F7 muss. Aber dann könnt ihr auch irgendwann mal mit Dame E7 Schach nebst E5. Ja, das wird doch warum sicher. Ich denke, dass... Nein, das werden wir sein. Das sieht schlimm aus, ja. Nein, das noch anders gemacht. Hat er Dame König auf Turm D1. Nein, das ist Markt. Ach, jetzt kommt einfach Turm F1, ja. Oh, na, das hat er aber dann richtig gut gespielt. Da hat er eine lange Strategie. Das war gut, denn dass er das so erkannt hat, dass der C-Bauer gar nicht so wichtig ist. Ja, das hat er sehr stark gespielt, muss man sagen. Naja. Ja, aber ich glaube, er hat auch gegen. Ja, ich denke auch. Das ist gerade Beifall und Turm F1 wird irgendwie unweigerlich zum Matt. Ja, dann leider ist das Schluss von Ponomarov Schanze. Dann haben wir noch die spannende Partie Polgar Kalevmann. Die haben wirklich inzwischen vier Damen auf dem Brett. Oh, das ist ja toll. König B4, ja. König B4. Meine Herren. Was ist denn hier los? Aber zurzeit sieht der König H7 sich raus als der König B4, wobei ich keine direkten Drohungen gegen König B4 sehe. Aber nein, Turm F4 kommt jetzt. Turm F4, dann C4, was ist C4? Das ist vielleicht möglich. Nee, BC4, der rennt vielleicht dann nach vorn. Der geht via C5, aber dann ist Dame E3, oh, Dame ja. B, ja, ja, Dame da, E3, ja. Dame B6, dann ist das Matt. Hier Matt, das Dame D4, Dame, dann ist Matt. Ja, ich denke auch, Turm F4 sieht gut aus. Turm F4, C4, Turm schlecht, C4. BC4. BC, Dame B1, Schach. Ach. Wie sieht es mit der Zeit? Die haben wenig Zeit, die können natürlich wenig rechnen. Ja, der weiß drauf noch nichts, was jetzt so die Züge wie Turm A2. Ja. Oder auch Turm B2, ja. Turm A2, Turm B2, genau. Das sind. Oder Turm. Ja, er geht gegen B3 vor. Er will jetzt einfach auf B3 opfern und dann ist matt. Gut, da muss sich Polgar jetzt was einfallen lassen. Dame D2. Oder Dame D1, ja. Ach nee, Dame D2 besser, natürlich. Irgendwie dann Dame H2. Ja, ist richtig. Und das ist kein Matt. Nein, Dame D2 nimmt B3. Ah ja. B7 Schach käme da. Aha. Ja, das sieht auch sehr spektakulär. Oder auf Dame D2 geht vielleicht auch Turm schlägt B3. König B3, Dame E nach B1 Schach. Und dann sieht es auch wie matt aus, ja. Auch, ja. Also alle vier Damen auf dem Brett. Ja, wir können jetzt hier bleiben, alle anderen Partien sind beendet. Also Topalov hatte Ponomarjov noch sehr schön geschlagen. Das ist so ein bisschen wie in Hilfeld für Anand und Kramnik. Ja, genau. Man muss schauen, mit wem die spielen. Dann die letzte Runde, wie das Turnier irgendwie verfolgt hat. Ja. Ja. Habe ich lange nicht gesehen. Vier Damen auf dem Brett. Meistens bleiben nur zwei oder wenn man das schon schafft, zu drei. Ja, dann ist das ja. Ja. Ist das nach deiner Muster? Genau. Turm B3. Ja. Und ist matt. Aber spannende Partien waren in der Runde. Ja, ich bedanke mich bei dir, Plasti. Ja, es war eine spannende Runde und es kommt noch eine spannende letzte Runde. Ne? Ja, also. Danke, wir hören uns dann wieder. Ja. Ja, mach's gut. Ja, natürlich. Entweder machen die beiden oder ich mache mit Klaus noch eine Runde. Ja. Aber Spaß geschafft. Ja, kein Problem. Ja, wir werden sehen. Dann mache ich mit Klaus. Alles klar, mach's gut. Gute Einreise. Passt dir. So, gut, alles, ja. Ja, jetzt, ja. Dann nehme ich das Schnittkram.